Ja, es ist Zeit für Animation. Und der Beat geht schon mal mit, damit du Animation auch verspürst, denn hier ist 17 und 4. Dein Auftritt gehört dir, wie man als Redner gewinnt mit Straube und Flint. Und Animation ist wichtig bei dieser Folge 11 des Podcasts. Animate your audience, not your PowerPoint slides. Statt spannender Entdeckungsreisen nur heiße Luft fabrizieren, die Straube. Herzlich willkommen, davon gibt es ja eine ganze Menge. Hallo Harry, ja, es gibt Unternehmen, große, weltweit agierende, da gibt's kein PowerPoint mehr, aber für viele ist immer noch das Allheilmittel. Ich habe extra für dich mal nachgeschaut, warte mal, geschätzt werden weit über 30 Millionen Präsentationen pro Tag weltweit gehalten. Das sind 500 Millionen Folien pro Tag. 500 Millionen Folien werden auf dieser Welt den Menschen zum Fraß vorgeworfen. Ist doch gut, da weißt du, was du kriegst. Nee, weißt du eben nicht. Das ist ja das Problem, dass man meistens bei diesen Folien nicht das bekommt, was man gerne hätte. Kein Amüsgöl, kein Gruß aus der Küche, nichts Prägnantes. 3, 4, 5 Seiten Agenda und 30 Sätze Text auf einer Seite. PowerPoint, aber nicht derjenige, den ich brauche doch gar nicht mehr den, der da steht, mir was erzählt. Ich achte doch sowieso nur noch auf diese PowerPoint. Du meinst also, PowerPoint ist wie, wenn du die Faxnummer auf den Handwerker-LKW schreibst? Ja. Also quasi ja. Was völliges Dummes machen, weil man die Vorlage nimmt, nächste Slide, dann A, B oder C Design und dann überlegen wir uns mal, was oben, unten und in der Mitte steht. Auf jeden Fall muss das voll werden. Ja, weil erstens mal sehr häufig immer noch aus meiner Erfahrung die Folien entstehen und dann überlegen sich die Menschen, was sie dazu sagen. Falsch rum. Ich muss mir erst eine Idee haben. When the why is clear, the how is easy. Also erst, wo will ich hin? Wo geht meine Reise hin? Und danach baue ich dann meine Folie, mache ich die mit einem Stichwort, einem Bild, zwei Worten, mit Film, egal was. Aber erst die Idee und dann das. Mache ich es umgekehrt. Dann werde ich nur noch zum Präsentator der Folie. Aber ich soll doch den Menschen mitnehmen, ich soll doch denen eine Botschaft vermitteln. Ich will doch die mitreißen von mir aus, von dem Thema. Aber wenn ich nur Beiwerk bin und die Folien des Hauptbestandteil, da kann das nicht funktionieren. Ich habe kürzlich von einem absoluten Internetguru in Deutschland, der hat wenig Haare in der Mitte des Kopfes nach oben gegelt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der ist ja nun wirklich einer der visionärsten Speaker, muss man ihm lassen. Und er hat mit einer großen Audience, ich würde schätzen 3000 Peoples, gespielt, wegen seiner Wirkung. Der hat eins der Dinge beherzigt, die du in einer der anderen Folgen dargestellt hast, dass er mit seinem klaren, körperlich einwandfreien, präsenten Auftritt auch mit seiner Erscheinung unglaublich punktet. Und ich habe ihn so ein bisschen methodisch entlarvt, finde ich jetzt passt zu dieser Folge, weil bei aller Präsenz hat er viel, ich finde, dünnes Zeug in seinen Slides verpackt. Er hat mitunter Zitate gebracht, die waren mit Quellenangaben aus 13, 16, 22, 21, 19. Die hatten überhaupt keinen Aktualitätsbezug. Und da hatte ich meine Schwierigkeiten, diesem visionären Zukunftsspeaker zu folgen, weil er hat ja seine Aussagen von heute ganz oft auf die gerade Thesen gestützt, die eben nicht von gerade waren. Sprich, da ist für mich dann die PowerPoint-Slide genutzt worden, um möglichst viel Belege reinzuballern, um seine These, die sicherlich visionär nach vorne dachten, zu untermauern, statt einfach zu sagen, er lässt das alles weg, lässt das Wort stehen, haut ein Wort an die Wand. Bei einer Apple Keynote steht dann ein Produktbild in der Wand und sonst gar nichts. Der Rest ist zugehört. Das geht dabei verloren. Weil es ums Reduzieren geht. Mhm. Es geht ums Reduzieren, wenn du dein Ziel verfolgst. Weißt du? Und wenn du, habe ich auch oft erlebt, werden Menschen eingeladen, eine Dreiviertelstunde zu reden. Aber sie haben eigentlich nur 20 Minuten. Was tun sie? Sie ballern da nochmal 40 Minuten Folien rein, ja nur um auf diese Zeit zu kommen. Was soll denn dieser Unsinn? Und ich kann doch gar nochmal immer wieder, von Folge zu Folge haben wir das.
Die Menschen, die uns zuhören, sind wichtig und die können nur eine bestimmte Anzahl an Informationen in ihrem Kurzzeitgedächtnis memorieren. Was die Folien betrifft, manchmal sage ich Wissenschaft, okay, aber das ist einfach erwiesen, dass bereits 11 Wörter auf einer Folie unser Gedächtnis an die Grenzen bringen. Und dann stell dir vor, 30 Minuten Präsentation mit 30 Folien. Was zum Henker soll uns da noch in Erinnerung bleiben? Das weiß der Referent selber nicht, weil er fühlt sich ja wohl, dass er im Sprechfluss bleibt. Übrigens keine Pausen dann macht, dazu haben wir eine schöne Folge. Am besten dauerhaft und dadurch immer schneller. Dadurch übrigens auch in der Tonlage höher, frequenter spricht und dadurch eintöniger wird. Er lässt auch nicht in Folien manchmal den Raum weiß zu, weil der Raum weiß ist ein großes Stilmittel. Das, was wir mit Wörtern hier machen, ist im Magazin-Design ganz wichtig. Gute Magazine haben viel Weißraum. Der ist teuer, ja, weil der trägt ja keine Zeichen, der ist nicht von Anzeigen bedruckt, aber er trägt dadurch viel Wahrheit in sich. Auf Präsentation umgemünzt heißt das also Pause und überlegen, kann ich das geschriebene Wort da nicht anders darstellen? Habe ich ein Poster, habe ich ein Foto, habe ich einen Film, habe ich etwas zum in die Hände zu nehmen, alles möglich, um den Text wegzulassen, weil so erklärt sich das alles viel einfacher. Text weglassen macht Text verständlicher? Ja. Ja, weil also das geschriebene Wort ist ja nicht das gesprochene Wort und da sind ja auf den Folien sind ja geschriebene Worte, die am Rechner, am Laptop toll aussehen, genauso wie Farben und Kurven und Fotos, aber dann in einem großen Raum immer wieder der Satz vorne vom Präsentator, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Ja, Sie sehen jetzt nicht, weil er das an seinem kleinen, super tollen Bildrechner gemacht hat, aber auf diesem großen Monitor ist es einfach bei Tageslicht nicht erkennbar. Das ist doch unfassbar amateurhaft. Der Untertitel der heutigen Folge heißt statt spannender Entdeckungsreise nur heiße Luft. Wann hast du das letzte Mal deine Menschen, denen du was zu vermitteln hast, mit einer spannenden Eröffnung auf eine Entdeckungsreise verholfen? Kürzlich habe ich einen Spielfilm gesehen. Am Anfang, das waren bestimmt 20 Sekunden, sah man einen schwarzen Screen und hat nur Stimmen gehört. Das war mir ganz neu, dass man sowas in Hollywood tut. Es hat echt Konzentration gebraucht, diesen Stimmen. Am Anfang nahm man das gar nicht wahr. Man dachte, das wäre ein Fehler, ein Schaltfehler, bis man merkte, das ist Story. Und dann war man sehnlichst gespannt, dass bei circa 20, 30 Sekunden oder so das Bild dazu kam und was jetzt hier die Auflösung der Szenerie war. Und ein Stück weit kannst du ja mal versuchen, die ersten Minuten, Sekunden deiner Präsentation, Didi, ist das ein guter Vorschlag, mal komplett ohne Inhalt auf den Slides zu beginnen? Jeder Inhalt, jeder Start ohne Slide ist ein guter Start. Ach. Ja, nochmal auch aus der letzten Folge, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Also, präsentiere dich, sei da und fange die Menschen mit dem, was du sagen willst, worauf's ankommen wird, worüber ich jetzt rede. In 10 Jahren ist der Wald verschwunden. Ich sag ihnen jetzt, warum. Und nicht erstmal, ja, ich werde erstmal was über den Wald erzählen, wie er so entstanden ist, die letzten 5000 Jahre, und dann machen wir das noch und das mal. Da habe ich doch einen Kaffee auf. Da möchte ich doch gar nicht mehr zuhören. Komm zum Punkt und gib mir das in Bildern, und da brauche ich keine Folie dazu. Oder ich bringe einen Potpourri an Wald, an Blättern, an Büschen sowas mit, um das auch zu riechen, was ein Wald ist. Auch das geht ja. Also verschiedene Möglichkeiten. Das Weiße ist für mich nur ein Platzhalter für viele Möglichkeiten, seinen Auftritt zu beginnen. Wie fängst du denn an? Ich fange mit Musik an. Ich fange mit Musik an und lass mal wirken, was du gesagt hast. So. Ja, du merkst da draußen, ne? Wir sind schon gerne mal provokant, weil wir sagen,
Mach doch alles mal ganz anders, als die Routine es dir vorschreibt. Lass doch weiß mal zu, lass doch leer mal zu, lass Worte weg. Ja, spinnen die, denn Menschen, die wie Straub und Flint mit Wörtern ihr Geld verdienen, lassen diese weg, um mehr zu verdienen, ist ein Schmarrn. Aber das ist hier ja 17 und 4, dein Auftritt gehört dir, wie man als Redner gewinnt mit Straube und Flint. Das Weglassen kann so viel gewinnen, Didi. Richtig. Und dann werden jetzt viele im Kopf denken, naja, gut, aber es gibt ja der CI im Unternehmen und bestimmte Regeln und ja, diese Leitplanken gibt es. Aber, meine Damen und Herren, die da zuhören, sobald sie in einem Raum sind und vor anderen Menschen sprechen, gehört ganz alleine Ihnen dieser Raum. Sie sind, um der Fußballsprache zu bleiben, Torwart, linker, rechter Verteidiger, die hängende 6, die linke 8, die hängende 9. Sie sind Trainer, Präsident, Mäzen, alles. Sie sind alles und Sie haben in diesem Moment alle Möglichkeiten. Es wurde ja auch noch keiner wegen einer Präsentation rausgeworfen, hingerichtet, wie auch immer. Sie haben alle Möglichkeiten, dort etwas zu tun, um das, was Sie sagen wollen, auch mitzuteilen. Alle Möglichkeiten. Ich habe von vielen gehört, die von Horrorszenarien berichten. Und ein Agenturkollege hat mir das mal gesteckt, dass er wirklich an dem Tag X diese Superpräsentation für einen zweistelligen Millionenetat nicht aufführen konnte, weil weder Stick noch Rechner noch eine Alternative funktionierten. Das heißt, er war nackt. Und er bat dann drum, dass er nochmal kommen dürfe. Und er passt ja in dieses Bild, was wir gerade diskutieren. Wir wollen ja auch dafür uns einsetzen. In einer anderen Folge hast du davon gesprochen, dass jemand mal seine Bekleidung verloren hat am Airport und dann eigentlich hätte in Shorts und T-Shirts auftreten können. Er hat sich aber noch schnell was zusammengeliehen, gekauft, um irgendwie seinen Auftritt zu retten. Wir sind der Meinung, dann hätte er es doch gerade in Shorts rocken können, weil er dann authentisch aus dieser Notsituation den genialen Einstieg gemacht hätte. Egal, was mir passiert, für Sie und heute hier bin ich immer im Einsatz und Sie können sich vielleicht wundern, warum ich untenrum so aussehe, aber diese Zoom-Bekleidung ist heute meinem Schicksal zu verdanken. Und dann hat er 6, 7 Minuten schon geredet, hat die Sympathien gewonnen und hat sich dadurch natürlich in sein Thema gerockt, weil die Leute fassen jetzt ja Fuß und vertrauen in ihn. Das bedeutet für dich da draußen, dass du, wenn du deine Audience, deine Rezipienten, dein Publikum animierst, du viel mehr Erfolg generierst, als wenn du deine Slides tanzen lässt. Weil du auch, ich hatte ja schon 2, 3 Zahlen angewendet, du mit der weißen Fläche in diese Richtung gehst, weil jede Folie muss relativ schnell erfasst werden von den Menschen, die dazu gucken. Und es sind maximal 5 Sekunden. Und dann stell dir vor, da ist so ein Riesendiagramm drauf oder 4 oder 5 Diagramme. Ich kann das nicht erfassen. Ich muss mir in der Vorbereitung, deswegen ist die so wichtig, überlegen, wo ich hin will, was ich mitteilen will und dann alleine oder im Team überlegen, kann ich das anders darstellen, damit die Menschen auch, ja, auch das wird mal ein Thema sein, das verstehen. Weil darum geht's doch, die Menschen sollen es verstehen. Und ich nenne es stille Postdrama. Weil, ja, die haben zugehört und sie sagen, haben es verstanden. Und dann gehen sie wohin, da fragt einer, und wie war das, was war da? Ja, warte mal. Und darauf kommt's doch an, dass wir, was wir präsentieren wollen, auch wirklich auch den dritten Empfänger dann noch genau so erreicht, wie wir es geplant haben. Und das geht nicht mit der Wundertüte PowerPoint, wo alles draufsteht, aber nicht schwer erkennbar das, was ich eigentlich sagen will. Es gab mal so einen Trend, dass dann Referenten vorne standen und gesagt haben, so, hebt mal die Hände, wir machen jetzt eine Abstimmung. Wer von euch hat schon mal? Ne? Wer von euch ist schon mal? Wer von euch möchte noch? Das war dann so eine Animation der Leute durch ein Abstimmverhalten mit Hände heben. Dann gab es Leute, hebt mal rechte Hand, linke Hand, halt euch mal auf die Schulter, klopft euch mal und applaudiert euch mal selber. All diese Spiele sind durchschaulich und haben nichts mit Kreativität des Referenten zu tun, sind aus meiner Sicht auch nicht authentisch. Viel authentischer wäre es, wie er mir nicht erzählt, wie er auf diese Bühne gekommen ist, sondern was der größte Effekt eines seiner Kunden war, dieses, du hast es gerade gesagt, das Why, was ihn hier hingebracht hat. Wenn nämlich das clear ist, kann er den Weg dahin, das How, also viel besser
platzieren. Richtig. Und auch ohne viele Folien. Und wir wollen nochmal, du hast ihn, glaube ich, vorhin mal kurz erwähnt, Steve Jobs mit reinnehmen. Mhm. Der sagte zu PowerPoint, people who know what they are talking about don't need PowerPoint. Punkt. Ende. Lass mal stehen. Und hier sind die vier Learnings. Denn wir sind schon wieder voll im Soll mit unserer Zeit. Denn 17 und 4 hat ja immer vier Takeaways im Gepäck. Didi, bei dieser Folge 11, Animate Your Audience, Not Your PowerPoint Slides, geht's um vier Learnings. Number one, please. Erst die Idee und die Botschaften fixieren, dann die Folien bauen. Und darauf achten, bitte, Wirkung statt Folie, Geschichte statt Bullet Points. Ach so rum. Also nicht sagen, nächste Folie, die PowerPoint dir vorgibt, sondern erstmal wissen, was du überhaupt sagen willst. Nummer zwei, bitteschön. Die Botschaft an den Anfang und bitte keine endlose Agenda. Und am Ende nochmal die Botschaft, schöne Klammer. Also nicht sagen, wenn Sie mir jetzt auch zuhören, nach 16 Minuten haben wir die Folie 16. Nein, erstmal sagen, was du willst und dann kriegst du auch noch ein Bier bestellt. Nummer drei, bitte, Didi. Am genauestens, am besten von anderen, die Folien nochmal kontrollieren lassen, denn Rechtschreibfehler sind genauso schlimm wie eine offene Hose. Oh je, oder Lippenstift an der weißen Bluse. Ja, mach dir Gedanken und vor allen Dingen lass es Korrektur lesen. Es ist immer ein kleiner Drecksfehler drin. Das passiert uns allen und das ist auch von irgendeiner Thesaurus-Funktion nicht abzustellen. Und der last not least one is this one right here. Bitteschön. Alternativen austesten. Flipchart, Plakat, Modell, also auch irgendwas zum Anfassen. Das hilft, um vom Elektromagneten PowerPoint wegzukommen. Der Elektromagnet PowerPoint ist Geschichte hier mit uns, denn wir wissen, wie man noch echt die Leute einmal durchtextet. Das war 17 und 4. Dein Auftritt gehört dir mit Didi Straube. Dankeschön. Gerne doch, Harry. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wie man als Redner gewinnt, erfahrt ihr hier auf den nächsten Folgen.